In einem Gymnasium beendet Sozialpädagogin Andrea Gottschalk gerade einen Streitschlichterkurs für Familien. Die meisten Teilnehmer sind schon gegangen, da kommt es ausgerechnet hier beim Aufräumen zu einem Konflikt mit Handgreiflichkeiten. Deine Mama kommt gleich, sie räumt ein paar Sachen weg. Was ist passiert? Was ist los? Was ist passiert, zeig mal. Bist du hingefallen oder was ist passiert? Jungs, was ist denn los? Emma, was ist passiert? Hat dich einer geschlagen? Nee, das geht ja gar nicht. Wer hat sie denn geschlagen? Emma. Setz sie nicht so unter Druck, bitte. Ja, du merkst doch, dass sie jetzt gerade total gestresst ist. Aber wer war das denn? Zeig doch mal auf jemanden. Wer war das denn? Was? Was? Ich war doch die ganze Zeit da hinten draußen. Ich hab euch doch nicht mehr gesehen, wie ihr am Spielen wart. Hör mal. Wieso hab ich dich denn geschlagen haben? Eben, mein Sohn schlägt keinen. So habe ich ihn nicht erzogen. Sie hat jetzt einfach nur, weil sie unter Druck gesetzt wurde, auf jemanden gezeigt. David, das geht überhaupt nicht. Sie ist 10 Jahre alt. Guck dich mal an. Ich schlag doch kein kleines Mädchen. Ich stand die ganze Zeit draußen und habe meiner Freundin geschrieben. Ich kann die doch gar nicht geschlagen haben. Ich habe meine Jungs so erzogen, dass die keine Gewalt anwenden sollen. Und deshalb konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass David so etwas getan haben soll. Ich möchte zu meiner Mama. Ja, deine Mama kommt gleich. Sie ist gerade mit der Sozialpädagogin ein paar Sachen wegräumen, ne? Mama. Ach, was ist denn hier passiert? Hey. Mäuschen. Ah je. Was ist passiert? Ja, nach unserem Streitschlichter-Workshop hatten wir ein paar Sachen wegzuschließen und Emmas Mama war so lieb und hat mir kurz geholfen, sind dann wieder in die Turnhalle zurückgekommen. Und was da passiert ist, das haben wir natürlich nicht erwarten können. Was denn, hast du einen Ball dagegen bekommen? Was passiert? Man hat mich geschlagen. Wie, man hat dich geschlagen? Ich war doch nur ganz kurz weg. Wer hat dich denn geschlagen? Das. Was? Oje. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe das Mädchen nicht geschlagen. Aber es ist doch nicht dein Ernst. Wir sind mal kurz draußen gewesen. Sehen Sie mich mal an. Aus welchem Grund sollte ich ein kleines Mädchen schlagen? Ja, das weiß ich nicht. Das muss also ich denke mal, das klären wir später. Erstmal werden wir uns jetzt erstmal um die Kleine kümmern. Also, weil die Fünftklässlerin plötzlich auch unter Schwindel leidet, geht Sozialpädagogin Andrea Gottschalk auf Nummer sicher und verständigt den Rettungsdienst. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass die 10-Jährige durch den Schlag aufs Auge ein Schädelhirntrauma erlitten hat. So, ich würde gerne einmal in deine Pupillen gucken. Schaust du mal zu mir? Nur auf meine Nasenspitze. Ja, Pillen sind lichtreagibel und Isochor. Da ist alles in Ordnung. Wir würden es auf jeden Fall zur Abklärung einmal mit ins Krankenhaus nehmen. Dann können wir drüber schauen. Kann ich dann mit sich mitfahren? Ja. Auf dem Beifahrersitz bei uns vorne aus sicherheitstechnischen Gründen. Ja. Was kriegen wir hin? Okay. Ja? Ja. Sagst du dazu? Kommst du einmal mit uns mit? Ja. Ich bin ja bei dir. Okay? Ja, für uns ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir uns absichern. Deswegen nehmen wir in jeder Situation, auch gerade Kinder, auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, welcher Mechanismus stattgefunden hat. Nachher hat das Kind doch irgendwas. Und dann müssten wir uns dafür die Schuhe anziehen. Das wollen wir natürlich nicht. Auch wenn es nicht so aussieht, dass was Schlimmes ist, möchten wir sie trotzdem im Krankenhaus vorstellen. Ja, was ist passiert? Könnt ihr mir was sagen? Ihr habt draußen gespielt. Was habt ihr gespielt? Verstecken. Bitte? Verstecken. Verstecken habt ihr gespielt? Ja, Noah, du hast auch gespielt, hast du mitgespielt, Verstecken? Ja. Ja, und dann? Ja, ich war mit Zählen dran, da habe ich halt bis 20 gezählt. Du musstest suchen? Ja, und ich habe mich versteckt. Du hast dich versteckt. Und plötzlich ist ein blaues Auge da. Ja, das ist komisch. Wisst ihr was? Wir machen mal ein Spiel. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, soll die Abfolge der Geschehnisse bildlich nachgestellt werden. Die Matte steht dabei für die Turnhalle, die gelben Hütchen für den Standort der Anwesenden zum Zeitpunkt des Vorfalls. Schnell zeigen sich erste Ungereimtheiten. Da warst du? Janik? Oh, du warst aber weit weg. Hey, nein, stimmt gar nicht. Bitte? Stimmt gar nicht. Oh. Und wo war eure Mitschülerin denn bitte? Die war ganz nah bei Noah.
So. Also die war ganz nah hier. Hier ist Noah, ja? Ungefähr. Ja, zeichne mir mal bitte. Da war die? Bestimmt nicht. Doch. Ja, das verstehe ich jetzt gar nicht. Janik war da. Ja. Was stimmt denn jetzt? Janik, wo warst du? Janik? 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 Hey, junger Mann. Was ist los? Was ist passiert? Ihr habt Verstecken gespielt? Ja. Ja. Und du hast gesucht? Ja. Mhm. Kann das sein, dass du Emma dann gefunden hast? Ja. Mhm. Und dann, als du Emma gefunden hast, was war dann? Dann hat sie mich angezickt und wollte nicht aus dem Versteck gehen. Ah, okay. Hm, das hat dich dann geärgert? Ja. Ja, okay. Und dann? Dann habe ich sie halt geschlagen, aber das macht man doch so. Das macht man dann so? Wenn einer dich anzieht. Aha. Wer macht das so? Das verstehe ich jetzt nicht. Mein Bruder David. Dein Bruder macht das so? Mhm. Wie kommst du darauf? Hast du sowas schon mal beobachtet? Hast du sowas schon mal gesehen? Ja. Ja? Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Warte mal bitte. Was ist passiert? Holen Sie mal bitte einmal Ihren großen Sohn nach draußen. Alles okay. Janik hat von seinem Bruder seiner Meinung nach gelernt, dass wenn irgendetwas gar nicht so geht, wie er es gerne hätte, dass man dann auch schlagen darf. Jetzt hatten wir gerade den Streitschlichter-Workshop, wo genau das Gegenteil eigentlich gelernt wird und gelehrt wird. Von daher war ich ein bisschen enttäuscht. Das passt ja jetzt nun gar nicht. Dein Bruder hat gerade gesagt, wenn mich jemand anzickt, dann kann ich auch schlagen, weil das macht man so. Was? Und ich habe gefragt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein ganz ruhiger Junge. Ja, aber sehe ich auch so. Dann habe ich nachgefragt und sagte, ja, mein Bruder macht das so. War da mal irgendwo eine Situation, wo er mitbekommen hat, dass du irgendjemanden geschlagen hast? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her oder so. Ja, ich hatte einen wirklich katastrophalen Tag. Und da war ich auch mit Janik unterwegs und ich habe ihn abgeholt gehabt. Und dann hat ein Bekannter für mich einen ganz blöden Spruch darüber gerissen, dass ich mich zu sehr um den Janik kümmern würde. Und ich hatte wirklich einen katastrophalen Tag und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ihn geschlagen habe und das wird der Janik gesehen haben. Aber so habe ich euch doch nicht erzogen. Ich kenne euch so nicht. Es war nur eine Kurzschlussreaktion. Ich würde sowas normalerweise nicht machen. Aber man kann Probleme nicht mit Gewalt lösen. Das weiß ich auch und ich würde es auch hundertprozentig niemals wieder tun. Aber das ist halt dann genau das eine Mal gewesen und der Janik hat es gesehen. Das ist natürlich dann mein Fehler. Das tut mir absolut leid. Hast du gehört, Janik? Mhm. Was dein Bruder gerade gesagt hat? Janik, hör mir mal zu. Ich hatte wirklich einen ganz, ganz, ganz schlechten Tag. Und weißt du, du weißt, wie wichtig du mir bist. Und derjenige hat sich halt darüber lustig gemacht, wie wichtig du mir bist. Und das ist mir in dem Moment so innerlich aufgeschossen, dass ich eine furchtbare Kurzschlussreaktion hatte und ihn geschlagen habe. Das ist ein absoluter Fehler und das sollte man niemals machen. Und du kannst mir auch glauben, dass ich persönlich das auch niemals mehr machen werde, weil ich mich auch ganz schlecht danach gefühlt habe und genau weiß, dass das ein Riesenfehler von mir war. Du musst jetzt auch, also das darfst du auf keinen Fall mehr nachmachen oder sowas, weil das ist immer die falsche Lösung. Dein Bruder hat recht. Man schlägt keine anderen Menschen. Probleme löst man damit auch nicht. Hm? Und du weißt, was du jetzt machen musst, ne? Ja, ich entschuldige. Ja. Das ist eine gute Idee. Hm? Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das denke ich auch. Momentan ist der Rettungswagen noch da.
Wisst ihr was? Dann machen wir das sofort. Der 10-Jährige hat seinen großen Bruder immer als Vorbild gesehen und dessen Verhalten nie in Frage gestellt. Selbst dann nicht, wenn dieser in einer Kurzschlussreaktion einmalig mit Fäusten argumentiert hat. Nun sieht der Fünftklässler aber ein, dass Gewalt niemals eine Lösung sein kann. Okay, Yannick. Entschuldigung, dass ich geschlagen habe. Hast du sie geschlagen? Ja. Warum hast denn du das nicht gesagt? Ich wollte meinen Klassenkameraden nicht verraten. Ach, das ist ja einerseits süß, aber was war denn eigentlich? Warum hast du sie denn geschlagen? Weil sie mich angezickt hat und mich beleidigt. Okay. Und sie wollte halt auch nicht aus dem Versteck gehen. Okay. Naja, eigentlich macht man sowas ja nicht, ne? Aber das finde ich sehr lieb von dir und echt süß, dass du jetzt hier nochmal hinkommst und dich dann entschuldigst. Ja. Ne? Hast du dich auch noch mal zu entschuldigen bei jemandem? Entschuldigung, da war. Kein Problem, ich weiß, dass du einen sehr schweren Tag hattest. Alles gut, ja. Mathe keinen Kopf. Vom blauen Auge der 10-Jährigen war schon nach einer Woche nichts mehr zu sehen. Weitere Verletzungen hat sie nicht davon getragen. Das Thema Konfliktbewältigung wird weiterhin in der Schule behandelt, mit besten Resultaten. Die Kinder haben inzwischen gelernt, Unstimmigkeiten diplomatisch und gewaltfrei zu